Stimmt auch wieder. 53 laps. The track temp is 40. The air temp viel Erfolg. Is 28 Celsius. Okay, Michael, are you ready? Watch for the lights. Floor it. Green, green, green. Car clear left. Car left. Clear left. Car left. Hold your line. He's still there. Hold your line. Clear left. Sweet start, mate. Keep it coming. On your right. Still there. Still there. Still there. Clear right. Lefts are clear left. Lebst du? Ja, war knapp. Kam einer wie eine Rakete angeschossen, Kurve 1. Ja, dir auch alles gut? Gab eine Berührung und viele Unsicherheiten um mich rum. Auto lebst noch. Auto müsste noch okay sein. Ich weiß nicht, was die Berührung genau gemacht hat. Durch Kurve 1 wird immer noch gekrochen. Gleiches DRS. Nein, kaputt. Kaputt. Scheiße. Ja, ja. Was passiert? Ich habe mich kaputt gefahren. Shown us the meatball flag. We'll need to come in for repairs. Das machen wir nur mit dir. Ich deinstalliere das und dann haben die anderen mehr Streams, die sie gerne gucken. Ach, jetzt sei doch nicht so. Doch, das ist okay. Ne, Achse ist kaputt.
So ohne Grund, nur weil die vor mir so langsam gefahren sind, da habe ich dann zu stark auf dem Gas gestanden. André, nimmst du es mir übel, wenn ich Suzuka mitfahre? Nein, um Gottes Willen. Ah. Ich kann Samstag nicht, Jagger. Das ist schon okay so. Dann stelle ich mich hier mal stumm, ne? Alles klar. Ah, du kannst aber gerne Updates geben, also ich bleibe im Kanal. Du hörst mich noch ja. nicht. Ich war nicht ungeduldig, Spechtmeise. Ich war in der einen Kurve unvorsichtig und habe deswegen zu viel Gas gegeben. Die vor mir haben ja gefightet. Ich wollte mich hinten ranhängen und war dann, das ist manchmal dieses Power-Oversteer, so eine Millisekunde, wo ein bisschen zu viel Gas einfach am Pedal anliegt von mir. Und dann habe ich mich nach rechts weggedreht und konnte nichts anfangen. Dann war ich nur noch Passagier. Genau, die vor mir haben mich sozusagen irritiert, kann man auch sagen. Aber das ist ja mein Fehler. Muss ich mich ja nicht... Also endlich mal wieder ein eigener Fehler. Muss man auch mal so sagen. Endlich mal wieder ein eigener, kein anderer. Das hätte noch gut die Top 10 oder P8 oder so am Ende werden können. So, jetzt gibt es Suzuka im Ligier im LMP3. Bin ich gestern auch schon einmal gefahren. Das heißt so, dass ich werde auf jeden Fall mitfahren können, denke ich. Aber ja, da bin ich jetzt natürlich nicht ganz so eingefahren wie mit dem Rest. Ich kann Push-to-Talk jetzt nicht einfach so einstellen. Discord erkennt mein Lenkrad nicht. Bobby, wieso, hä? Ich habe mich rausgedreht und das Auto kaputt gemacht. Das ist schon in Ordnung. So. Willkommen im LMP3 auf Suzuka. Das ist Multiclass. Ihr seht es, die gelben, das sind wir im LMP. Die blauen, das sind die GT-Fahrzeuge. Ja, ist bestimmt ein anderer Windows-Treiber, Jagger.
Das nächste Grand Prix Tour Fixed Jagger, ist das Samstag oder ist es theoretisch morgen früh um 6? Car left. Clear left. Weil morgen früh um 6 könnte ich noch. Aber ist glaube ich nicht, ne? Ist immer nur Samstags dann nochmal 12 und 21 Uhr und Sonntag um 6. Sonntag um 6 könnte ich vielleicht schaffen. Aber eigentlich war der Split kacke. Der Sonntagmorgens-Split ist dann voll von ein paar Amerikanern, die keine Ahnung von Formel 1 haben. Und dann ist der Split, das I-Rating so niedrig da, dass ich da nichts gewinnen kann. Wahrscheinlich sogar schon weniger kriege als jetzt. So, das Rennen hier geht gleich los in 6 Minuten. So lange fahre ich mich noch warm. Ich muss nämlich wissen, diese Kurve, diese wichtige hier, ob ich die voll nehmen kann. Ja, kann ich. Interessant. Okay. Immer, also auch morgen. Na, vielleicht morgen 6. Hier brauche ich keine Anzeigen, Jack Martin, nein, nein. Hier reicht das Lenkrad. Das Auto hat auch nur ein Lenkrad. Ist ja ein Prototyp. Ah, also doch nicht morgen, okay. Da siehst du das Lenkrad. Steht nicht so viel drauf. Dann bin ich von hinten raufgefahren, der Dösel. This lap will be deleted. Side. Clear left. Left side. Clear left.
Nochmal zur Erklärung. Oben links seht ihr jetzt die Platzierung und darunter die GT3-Fahrer, GT4-Fahrer. Ah, das war Qualifying hier. Das Setup, was ich gefahren bin. Mal sehen, ob ich noch in die Box komme. Sollte schon losgehen jetzt. Oh. Platz 10 wäre es hier in der Practice geworden. Ich kann eine 1,59 fahren. Sehr gruselig, dass hier Leute 1,54 fahren. Aber ist nicht so wild. So. Mal sehen, ob es im LMP3 besser läuft. Das Rennen ist jetzt auch nicht ganz so lang, das geht 40 Minuten. Oder halbe Stunde, eins von beiden, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es wirklich. Ich war das in einem Stint oder musste ich da tanken? Schon so lange her, dass ich das letzte LMP3 gefahren bin. Hola, Metalberg. Grüß dich. Willkommen in Japan. Q1, ja. Passt. Ich bin auf 3 gerankt. Das ist ja behämmert. Da muss ich ja richtig gut sein. Der Abstieg, Leute, der Abstieg. Grenzenloser Abstieg. Schade, dass wir Suzuka nicht im Sonnenuntergang haben. Das passt immer besonders gut. Temperature is increasing. It's now 41 Celsius. Also auch hier kann man sich kaputt fahren, wie ihr seht. Gibt auch kein Fast Repair. We'll need to pit for repairs. We've been called in by the stewards. Das war jetzt nur Practice. Sprecht mal, also keine Sorge. Qualifying startet jetzt. Alles, ihr könnt vernünftige Fragen stellen. Ich bin halt gerade rumgeeiert, weil halt noch Practice war. Okay, hätte ich keine Runde hingekriegt. Boink. So, jetzt ist Qualifying, Leute. Eine Aufwärmrunde und danach zwei schnelle Runden hintereinander. Exit is clear. We've got 2 laps to get the job done, mate. Jetzt werde ich auf der Strecke bleiben. Kannst aber wissen.
direkt einen Off-Track. Das ist schon heiß. Die schwierigste Kurve ist die hier. Weil da kann man sich leicht eindrehen, deswegen muss man im dritten bleiben und einfach langsam genug anfahren, um dann hier wieder Gas zu geben. Oh ja, und wenn wir fertig sind, gibt es Pommes mit Backfisch. Das hört sich gut an, Lille. So, macht euch ein Bier auf. Ich glaube, das Rennen wird jetzt besser. Die kann ich vollfahren. Und Break. Drüber. Jawohl. Und los geht's, erste schnelle Runde. Nicht gut durch die Estes gekommen, aber egal, erstmal eine Runde fahren. Doof geslidet. Zumindest noch eine gültige Runde, das ist schon mal nicht schlecht. So, und zweiter. So that lap was a 158.8. Deutlich besser alles. Come on. Ah, Sekunde verschenkt in der Scheiße. Es war so eine gute Runde. Was da denn auf der Bremse los?
Oh, alle Sektoren ansonsten so viel besser. Oh, Leute! Das mit dem dicken Fehler! Guckt euch das mal an! Das war eine wirklich gute Runde gewesen. Da hätten wir um P4 kämpfen können. So, Ziel fürs Rennen wäre P7. Gucken wir mal, wie es läuft. Da ist es aber auch schon eng. Aber das war doch schon mal nicht ganz verkehrt. Da waren schon einige gute Kurven mit drin. Wie gesagt, habe ich jetzt ja auch nicht so viel trainiert. Gucken wir uns nochmal den Slide an. Echt gut durch die Kurve rausgekommen. Und jetzt, was passiert da auf der Bremse mit Michael? Oh. P7 noch zurückgefallen. So, gleich sehen wir auch, wie lang das Rennen ist. Und ich kann das Setup schon mal ändern. Schön ansonsten hier. Aha. Ach, für einfach mal so reingestartet ist 7. Position nicht so schlecht. Wie gesagt, da wollen wir bleiben. Rolling Start. Mindestens P10 brauche ich, um nicht noch mehr I-Rating zu verlieren oder P9. Wie viele sind insgesamt in der Klasse? Ah, nicht so viele. Achtzehn fahren insgesamt mit in meiner Klasse. Und 18 GT4s auch dahinter. Die werden dann immer über... Die muss man dann immer holen. So, wie viel Runden? 30 Minuten. Ich glaube, das ist ohne Boxenstopp, Leute. Relativ sicher. Können wir mal gucken. Fuel sagt 20 Runden. Fuel sagt, man muss auftanken. Interessant. Dann will ich aber auch keine neuen Reifen haben. So, haben wir das schon mal gelernt? Also mit Boxenstopp anscheinend. Oder nee, Minuten. Ach, vergesst es. 20 Runden sind 30 Minuten. Ja, genau. Ist mehr als genug drin. The left column.
We're ready. Time to focus. Let's go. Links ist einer. Okay, Michael, decent start. We can build something from here. Schön sauber bis jetzt. E6. Okay, da scheine ich noch Zeit zu lassen. Das waren zwei Freebies. Alle noch hinten dran, Leute. Aber ja, gerade Podium. Bisschen geschenkt. The gap behind is now 1.4 seconds.
glaube, ich bleib da mal im zweiten. Bei dir noch da, Leute? Oder ist euch allen die Tastatur weggeklappt? Manchmal nicht ausgefallen bin bisher. Aufs Stichwort auf die Curbs gekommen und direkt ganz weit hinten. Ist das geil. Ich habe doch überlegt, ich kann die Curbs auch mitnehmen. Fehlentscheidung. Alter, was mach ich denn? Just cut the track. Muss ich ziehen lassen. Ah, ey. Ja, ich hatte den Chat ja mal ganz ausgeblendet. Vielleicht muss das einfach auch wieder passieren. Das fand ich halt immer so schade. Okay, Michael, keep firing on the pressure. He'll make a mistake. Ja, Top 4 hätte ich wahrscheinlich eh nicht halten können. Wenn ich mit deren Zeiten gerade ansehe. Aber schneller als der vor mir bin ich an sich.
Krass, jetzt fahren die alle 56er auf einmal. Der hinter mir macht auch mega Stress. 55,8 gefahren. Dieses dumme Sliden. Macht Spaß, aber ist natürlich total lahm. The gap in front has increased. It's now about 1.2 seconds. Die beiden hinter mir sind super mega fix unterwegs. Das heißt, ich würde noch auf P11 zurückfallen. Heftig, Leute. Heftig. Na, was machen die beiden jetzt? Car left, clear left. Car clear right. Coming up on a slower class car. Wie bescheuert, ey. Jetzt hab ich schon wieder 11 Ings. Ich hasse mein Leben. Was at 158.0. Sector 3 is left side. Clear left. On your right. Right side's clear. Pay attention to track limits, please, Michael. Slower car. Car right. Right side's clear.
15 minutes left. Half distance. Fuel looks good. The gap behind is now 0.7. Slower cars ahead. These guys are scrapping for position. They might not see you. Das ist bescheuert. Track limits. Bei der nächsten Berührung habe ich Durchfahrtsstrafe. Eighth place. Car left. Clear left. Das sind langsamere Autos. Das sind ja zwei Klassen, Herr Martin. Ich fahre nur gegen die Gelben. Oben rechts siehst du das, wer gelb ist und wer blau ist. Blau ist langsamer. Die fahren ihr eigenes Rennen. Ach du Scheiße, was ist da vorne denn los? Shit! Wie soll ich da ohne Berührung durchkommen? Oh no! Approaching a group of slower class cars. Car right. Right side's clear. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Clear right. Okay, Michael. There's a group of slower cars ahead. Car left. Clear left. Right side. Clear right. Ich darf den nicht berühren. On your right. Just a clear right. Lower class car ahead. Noch 10 Minuten. You've got half your fuel left. Slow car ahead. This is the leader for their class. So, die sind wir durch. Jetzt ist das Rennen wieder nur gegen die
LMP3s. Alright, Michael. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Fragen wir, ob erster oder zweiter da schneller ist. Hat jemand eine Idee? Das ist so in Multiclass-Rennen, Spechtmeise. Das gibt es im echten Leben genauso. Auf dem Nürburgring sind noch viel, viel mehr unterwegs. Bei den 24 Stunden. Das sind ja 5 Klassen oder so, oder noch mehr. The gap in front is now 2.3 seconds. Ohne meinen Ausrutscher wäre ich übrigens immer noch auf P3 oder 4 Grad. Aber so ist es nicht. Da habe ich schön gelernt. Ich blockiere eine Bremse, Räder. Car right, clear right. Rodriguez behind is now 1.3. Den Platz hinter mir werde ich leider noch abgeben müssen.
Bitte. 5 minutes to go, 5 minutes left. Okay, Michael, don't let this guy distract you. Right. Still there. Clear right. Fastest lap for Brando. 155.7. Don't panic. Captain Rodriguez in front is now 0.9. Die Kurve kann ich am schlechtesten von allen. Hier kommt Rodriguez nochmal an die Green rein, die Jungen. Aber es sind nur noch 2 Minuten. Ja, zumindest P7 wäre sicher gewesen, wenn ich den Ausrutscher nicht gehabt hätte. Ansonsten die Zeiten vorne sind schon top da, kann ich nicht mithalten. Die 1,55er da. Aber dafür, dass ich das nicht trainiert habe, nur einmal kurz 3 Runden gefahren bin, ist es ein ganz ordentliches Rennen. Jetzt muss ich nur noch so nach Hause fahren, dann bin ich 9. von 18. Ist in Ordnung. Yellow flag. The actor Rodriguez. Ahead is increasing. It's now 2.6 seconds. Okay, Michael, you've got 10 minutes of fuel remaining. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Ist der noch vor, wo ich gestartet bin? Sieben, ne? Ja. Slower class car ahead. Was für eine spannende letzte Runde. Die haben noch eine Überrundung und den Fight vor sich. Vielen herzlichen Dank für den Host! Miss Lizzie! Wie geht's, wie steht's bei Bioshock? Oder was habt ihr gespielt? Willkommen in Japan! Gleich ist letzte Runde. Jetzt ist letzte Runde, wenn die beiden vor uns sich noch mal entscheiden, doch mal ineinander zu fahren. Oh, was hat er gemacht? Er hat abgestellt, Rodriguez. P8. Er ist im Tow, was hat er denn?
Na, das ist natürlich bitter jetzt gerade hier. Car right. Clear right. Namen Quercus. Zumindest ein bisschen schneller als Guillaume war ich am Ende. Hey Alüd, grüß dich. Das war's. P8, okay, we're done. P8. Mitgefahren, mitgefiebert. Eine Chance gehabt auf deutlich mehr. Eine Chance gehabt auf P5, wenn ich das richtig sehe. Ohne meinen Dreher. Da war nicht alles schlecht an dem Rennen. So, haben wir mal bei André rein, wie es geht, wie es läuft. Ja, das Ende von André gucken wir uns noch an. Wie lange hat er denn noch auf der Uhr? Aber knapp 7. Ach so, aber 7+1, jetzt verstehe ich das erst. So, André kann ich ja hier rüber sehen, im Gegensatz zu Martin Jagge. Lange, da ist er. Dass wir im Chat nicht sehen, wie assi ist das. Wieso kann ich die nicht joinen? Immer dieser Kram hier. Hä, ist schon vorbei bei ihm oder was? Kann doch gar nicht sein. Wo ist er denn? Der fährt doch eindeutig. Bin ich auf dem falschen? UI neu starten. Okay. Nee, ich will ihn jetzt nicht einfach anquatschen. Vielleicht ist er gerade super konzentriert. Ah, jetzt geht's. Diese Notifications sind die absolute Grütze von iRacing. Die nerven so. Hui! So, nach dem Rennen fahren wir noch schönen Fixed Series Formel 1, ein kurzes. Was meint er, wo er ist? Ich sage, er ist P10. Dieser Tausendsasser. Lille, gute Nacht. Vielen Dank fürs
Daumen drücken. Wo ist er? Da ist er. Da ist er nicht. Wo ist er? Wo ist unser André Lange? Da ist er. Auf P13. Auf weißen Reifen fährt er umher. Das heißt, er wird wahrscheinlich bis zum Ende fahren. Es sind noch 12 Minuten. Seine Abstände. Nach vorne. 5 Sekunden ist er hinter Lucas Berry. Das ist P12. Und der ist nur ganz, ganz, ganz kurz hinter Dan Piazza. Der ist auf Platz 11. Also die beiden könnt ihr noch kriegen, gut. Er ist der Einzige gerade auf Weiß. Runde 47 von 53. Ich denke mal, er wird durchfahren. Er würde 15 I-Rating gewinnen, wenn er jetzt die Position hält. Rundenzeit sieht erstmal ähnlich aus zu denen, die auch sein Umfeld fährt. Eine gute Zeit. Wenn man mal guckt, P1 fährt auf Gelb eine 25,4 und er fährt auf Weiß eine 26,8. Das ist stark. Wenn man auch guckt, Vicente García Parra, gegen den ich schon oft gefahren bin und wo ich mal dachte, dass ich so ähnlich schnell wäre, der ist auf P15, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich so auf P16, wenn alles bei mir gut gegangen wäre. Würde wahrscheinlich auch reichen, um trotzdem Plus zu kriegen, wenn ich in diesem Split wäre. So. Wir gehen mal on board mit André. Lerne ich noch was. Also von hinten hat er nichts zu befürchten. Das sind 30 Sekunden Abstand auf ihn. Und er hat, wie gesagt, 6 Sekunden Abstand nach vorne. Ich kann ja mal vor ihn gehen, da ist Piazza. Der hat direkt den Lucas Berry vor sich. Emre ist ja im anderen Rennen, Jack Martin. Der ist in dem Rennen, wo ich drin war. Da war er vor mir, als ich entschieden bin. Ja, also das hier könnte noch ein Duell werden, das vielleicht André hilft. Aber auch so ist P13 nicht schlecht. Dann haben wir Morgan Zoom auf P10. Paul O'Regan, der ganz knapp hinter Bryce Simeon ist. Das ist auch noch ein Duell. Und dann haben wir Duelle auf P7. Ne, das ist hier ist Robert Plumley, der ist auf P17. Achso, ja doch. Hier ist Parra. Der ist hinter Lange. Hier ist es P7. Die haben direkt... sind die im Fight. Die drei hier sind ein Pack. Das ist Tobias Saal auf P6. Das ist der Deutsche, der gerade auch die Meisterschaft, glaube ich, mit anführt fast. Also, irgendwann hat er es auch mal angeführt, wenn ich mich recht entsinne. 5700 I-Rating. Gehen wir mal ins Cockpit.
wie es da so ist, wenn man da im Cockpit ist. Vierter fährt er den hier, gut zu wissen. Hier habe ich mich ja verabschiedet. Der Salto. Da will er nicht, dass er Windschatten hat. Mhm. Hier fährt alles im fünften. Ja, dürfte DRS haben. Jawohl. Vier Lichter. Aber er kommt nur ran. Zweiter Gang. Dritter Gang. Habt ihr das gesehen? Erste Kurve im dritten von Tobias Saar. Interessant. Hier beim 100er Schild wieder dritter. Voll über die Curbs. Und ansonsten... Ja, sieht mir gerade nicht so schnell aus. Hier vierter Gang. Christian Rizema fährt ihm jetzt auch ein bisschen weg. Wieder vierter Gang. 1,4 Sekunden. Da hat er nicht mal mehr DRS. So anders als das, was ich fahre, sieht es jetzt auch nicht aus, oder? So, kein DRS, aber natürlich Windschatten. André immer noch auf P13, 1,26,6. Fährt er ganz stabil. Oh, jetzt wieder angegriffen, Tobias Saal, rechts neben ihm. Und muss ihn vorbeilassen. Ricciuti ist vorbei. Ich fährt freihändig. Komm, hast du etwa das schöne LMP3-Rennen verpasst? Saal jetzt nur noch auf P7. Was macht der Schnellste im Gefecht? Hier ist Bernstorff, der fährt derzeit die schnellste Runde. Erste Kurve auch im dritten. Gibt's ja gar nicht, das muss ich mir unbedingt merken. Das Schöne ist, wenn wir gleich noch das Fixed-Rennen fahren sollten, wenn er da Bock drauf hat, der André. Dann könnten wir sogar im gleichen Split sein, so wie Jagges und ich das letzte Mal auch. Die lassen mich nochmal mitfahren, keine Sorge. Ich kann auch mitfahren mit 300 i-Rating. Dann gewinne ich wahrscheinlich sogar irgendwann mal, wenn der Split tief genug ist. Das ist alles, das kommt auch wieder, Leute. Ich bin da gar nicht... Das nervt mich natürlich total, dass ich gerade so eine Durststrecke habe. Aber es gehört auch irgendwie dazu. Vielleicht liegt es ja auch wirklich an den Open Wheelern, dass die mir nicht so liegen. Wobei ich auch schon sehr erfolgreiche Formel 1 Rennen hatte. Oh, Dan Piazza ist gecrashed. Dan Piazza und André Lange erbt den 12. Platz. Das gucken wir uns doch nochmal an. Er ist ganz raus. Piazza war derjenige, der eben in dem Fight mit drin war. Oh, weaving on the straight da. Das ist aber nicht nett. Weaving on the straight. Und das Rennen ist vorbei. Oh, letzte Runde? Ernsthaft? Unfassbar. Oh Gott, der Arme.
Herzlichen Glückwunsch! Oder ist noch eine? André? Ich hab noch eine. Alles klar. Aber die fahre ich ganz locker zu Ende. Ja, ja, du hast gerade noch ein Geschenk gekriegt. Ja, der hat sich rausgedreht oder was, ne? Nee, ja, ja, genau. Der hat sich rausgedreht, weil er im Fight um P6 war. Ich sehe, du hast die Strategie mit dem dritten Gang in der ersten Kurve schon übernommen. Die fahren nämlich alle. War ich im dritten in der ersten Kurve? Ja, bist du eben. Doch. Und das ist auch richtig. Das machen alle. Echt? Das war dann aber eigentlich Zufall. Echt? Fahren die im dritten da durch? Ja, die fahren im dritten in die erste. Hätte erst auf weiß fahren sollen. Ist gut? Ja. Huh. Erst auf weiß und dann auf gelb. Und dann fertig, oder was? Ja. Oh, das ist stark. Aber ja, die Zeiten sind super, die du hier fährst auf weiß gerade. Es sind viele 26er gewesen. Ja, und ich bin nämlich ab Runde 10 oder so mit den gelben schon über 27 gefahren. Ja, ja, ja. Ich meine, jetzt ist der Tank leichter und so, ist klar, aber trotzdem. Ich glaube, die Weißen können das besser ab mit schwerem Auto. Oh. Ich meine, die da vorne fahren das ja nicht umsonst so, ne? Hey, Burkhard, grüß dich. So, jetzt herzlichen Glückwunsch zu P12, 24 i-Rating und jede Menge Championship Points. Ja, vielen, vielen Dank. Bin zufrieden. Fahren wir jetzt noch das Fix, das kurze. Da ist sie wahrscheinlich. Jetzt? Ja, das ist jetzt direkt. Naja, was heißt direkt? In einer halben Stunde. Aber ist nur kurz. 20 Minuten. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir im gleichen Split sind. Ja, mal gucken, wie viele da mitfahren, ne? Ja, ja, also da fahren 11 bis 15 bis 18 mit. 11 bis 18 Leute, ja. Cool. Ja, dann ist da aber die Frage, was fährst du da? Gelb oder weiß oder rot? Da bin ich rot, da fahre ich rot. 20 Minuten sagst du rot. Ja, okay. Also ich bin das schon einmal gefahren mit rot, das hat wunderbar geklappt. Ah, okay. Wie viele Points kriegt Michael? Wir gucken. Ganz wenige, ich bin ja rausgecrashed. Burkhard, ich bin rausgecrashed. Es ist ein Jammer, aber mein LMP3-Rennen lief nicht so schlimm. Ich war kurzzeitig auf P3. Und am Ende? P9. Naja. Von? 18. Noch so, okay. Es ist solide. Top 10 ist immer schön. Ich trinke gleich was. Ja, Top 10 ist immer schön. Und vor allen Dingen, wenn man in der oberen Hälfte ist, finde ich, ist auch nochmal eine schöne Sache immer. Ja. Ja, also für mein LMP3-Rennen habe ich 0,7 Safety-Rating verloren, weil ich fast disqualifiziert wurde. Und 5 i-Rating dazu bekommen. Ja, und jetzt gleich kommt das schlimme Ergebnis von der Formel A. Ja, ich will ja was trinken. Ich habe jetzt hier gerade nichts. Muss gleich aufstehen. Jetzt ist es da. Da. Hier, André Lange. Da ist er. Plus 23. Hast jetzt fast 2800. Das ist das, was ich am Maximum mal hatte. Ich weiß gar nicht, was ich Maximum mal hatte. Das ist doch dein Maximum, oder? Oder hattest du auch schon 2,8? Ah, kann sein, dass ich schon mal ganz knapp drüber war. Okay. Ja, vor dir nur Leute mit 3000er und 4000er i-Rating, mein Freund. Nur. Oh, oh. Exklusiv. Ja, wie gesagt, wenn ich erst auf weiß gefahren wäre, wäre noch 2 nach vorne gegangen. Glaube ich. So, meins ist auch gekommen. Minus 49 i-Rating. Und minus 0,23 Safety-Rating. Da geht's auch steil bergab. Oh, Alter, also Runde 2 wäre ich fast gestorben. Ja, ich bin ja Runde 2 gestorben. Oder 3. Da kam so einer angeschossen. Der hat mich ganz knapp verfehlt und hat sich dann noch durch 3 Leute durchgeschlängelt. Irgendwie ganz. Also wie das heile ausging, weiß ich auch nicht. 29 Championship Points habe ich gekriegt.
für P17. Und du, mein Lieber, hast 104 Championship Points. Oh ja, über 100 ist gut. Über 100 ist immer sehr gut. Genau, dann können wir beide uns jetzt nämlich anmelden und in der Practice nochmal ein bisschen üben. Ich bin schon 3 Anmeldungen sogar. Na klar, das sind die Frustrierten. Die Frustrierten wie ich. Da ist es, 23 Uhr. Das machen wir noch. War aber echt ein cooles Rennen. Vor mir sind, also ich bin auf P7 gestartet. Hätte sogar noch eine bessere Zeit fahren können, sodass ich irgendwie P5 gestartet wäre. Und dann sind vor mir die irgendwie 3 Leute, 4 Leute. Nee, wie war denn das? Eine Position habe ich gewonnen, dann war ich P6. Und dann haben sich 4 Leute vor mir gedreht. Dann sind sie in die Karre gefahren. Auf einmal war ich 2. oder 3. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, kurz hatte ich sogar 2. und dann wurde ich überholt und war 3. Da bin ich dann lange geblieben und bin dann aber so ganz dämlich, weißt du ja, Suzuka, diese langgezogene Links, wo du so langsam fahren musst und ganz schnell ins Sliden kommst. Ja. Die bin ich dann auf den Curb gefahren und habe mich da gedreht und musste dann alle vorbeilassen bis Position 10 oder 11. Und dann bin ich wieder vorgefahren auf 9. Ja, das war aber, das war viel besser, weil halt es gab jede Menge Berührung, aber keiner war tot. Das ist schon schön. Das ist bei den Autos halt ganz gut, ne? Beim Open-Wheeler wäre halt alles kaputt gewesen. Ja, ja, Open-Wheeler wäre ich auch wieder Runde 1 kaputt gewesen, weil da ist mir auch wieder einer reingefahren. Das ist einfach was anderes. Ein bisschen Verkleidung haben. Ja. So, 5 Registrierungen haben wir schon. Ich werde mal noch schnell was zu trinken holen, weil der Chat mir sagt, ich klinge ganz kratzig und schlecht. Da haben sie recht. Ernsthaft jetzt? Nein, also für mich normal. Gut. Hörst dich immer kratzig an. Selber kratzig. Frechheit. Na, neuer. Was war maximal drin bei dir, deiner Meinung nach? 10. Und du warst 12? Ja. Ja, ich glaube, Para war 10 und das ist ja auch der, den ich immer sage. Nee, der war hinter dir. Na egal. Prost, Leute. So, jetzt kommt das oft betitelte Highlight, zumindest wenn ich gegen Jagge fahre, das Fighting im Training. Das finden die Leute meistens am besten beim Zuschauen. Dann fahre ich mal vor und du überholst mich. Okay. Also, du versuchst es. Ach so. Ich bin auf Gelb mit dem Standard-Setup los, ne? Ach so, ich habe jetzt auf Rot gewechselt. Ja, dann lass mich ab. Entschuldigung, ich bremse. Weil ich glaube, der Tank ist nämlich schon. Ja, 46 Kilo ist nämlich laut nach Rennen schon eingestellt. Ah, cool. Na dann. Ach, das ist ja interessant. Das bedeutet, dann fahre ich deswegen auch leicht schnellere Zeiten im Qualifying dann mit dem Fixed auf Rot. Ah, ne, das ist ja E-Quali. Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Oh.
Oh, ich dachte, im dritten kann man vielleicht Gas geben, aber kann man nicht. So. Reifen sind warm auf alle Fälle hinten. Ja, Reifen sind jetzt warm. Ja, da guck mal, wie ich rausbeschleunige. Junge, Junge, Junge. Mich siehst du jetzt nicht mehr. DRS unter einer Sekunde, ne? Ja. Du kriegst mich nicht, du kriegst... Limit. Bleib weg. Oh, buh. Ich bin ein bisschen reingerutscht. Wow. Oh, krass. Wow. Oh. Was ist da denn passiert? Auf den letzten gebremst. Metern. Nee, ja. Hm, weiß ich nicht, warte mal. Gut am Steuer. Da schiebt er mich aber ganz schön rüber. Junge, Junge, ja, Junge. Aber guck dir mal Turn 1 an, bitte. Guck dir mal Turn 1 an. Das war nicht in Ordnung. Ich sag ja, ich hatte einen kleinen Verbremser. War aber gut, dass ich noch links rüber bin, ansonsten hätte ich die Kurve nicht so mit dir nehmen können. Ja. Ach, das war so ein Manöver, so ist es in der echten Formel 1 auch. Ja, also ich finde, das sah auch gut aus. Ich finde, das haben wir richtig cool gemacht. Dann habe ich mich gefragt, ob du kurz vorm Gas gegangen bist, dass wir so gleichmäßig rausgekommen ja, sind. Ja, bin okay. Ich wirklich. Okay. So, und jetzt? Oh. Aber ich habe dich nicht berührt. Aber da ich glaube, ich bin einfach zu stark verbremst. Aber du musst mich doch nicht immer kaputt fahren. Guck mal, wie unfair das jetzt gewesen wäre für dich. Du hast nämlich deinen Frontflügel verloren. Ich hätte weiterfahren können. Ja, obwohl du Mist gebaut hast. Ja. So. Attacke. Akatte. Musst du morgen arbeiten? Ja. Aber du arbeitest ja immer erst um 3, ne? Morgen stehe ich um 7 Uhr. Das heißt, wir können um 2 bis 2 fahren, dann ist eigentlich auch schon Starfield. Dann bin ich morgen doch krank, wa? Oh, sowas nie on stream sagen. Wer ist diese dritte Stimme? Hier im Discord, wer hat sich da eingewählt? Hier kann man so schön da rechts über den Körper ballern, wenn man will, ne? Wenn man will, ja, wenn man sich traut. Dachte ich vorhin in den letzten Runden des Rennens auch. Das ist spannend. Kann man ja wie Bump draften? Ich befürchte, das geht in diesen Fahrzeugen nicht. Was ist das denn? Weaving on the straight! Oh, zu spät. Junge, 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 Junge.
komm. Slowdown. Immer noch. So, jetzt. Oh, da ist die innere Bahn aber besser. Dafür ist jetzt meine besser. Ja, da kannst du nichts machen, ne? Nee. Gut zu wissen. What? Auch Michael. Muss schon Gas geben, hat eine Zeitstrafe. Yep. Dann sind wir schon 8. Das ist doch schon ein schönes Rennen. Achtung rechts. Mhm. Da bin ich. Das knapp. Stopp. Ich habe gelacht und dann habe ich zu viel Gas gegeben. So kannst du Gas geben. Ich habe ja noch DRS. So, mit Recht? Da bremsen bei ihm. Hast du mich jetzt vorbeigelassen? Nein. Ich hätte Respin. Wenn du da daneben fährst, crasht es auf jeden Fall. Ja. Der hinter uns denkt auch, was machen die da? Oh, Volition Games wird dicht gemacht. Das ist ja scheiße. Die haben Red Faction Guerilla gemacht. Eins meiner Lieblingsspiele. Der wird dicht gemacht? Dicht gemacht, das Studio wird dicht gemacht. Hm. So, können wir wieder rankommen. Komm mal wieder vorbei. Ist bei mir noch alles dran? Ja. Bei dir auch? Ja. Vielleicht habe ich einen Plattfuß, aber sonst geht's. Was war das denn?
Mensch, da habe ich mich doch eben schon aus dem Rennen geknickert. Geknickert? Ja, ich weiß, so ein Wort von 1950, das nur so Senioren kennen. Weißt du, was es bedeutet? Ich hab das, glaube ich, noch nie gehört. Geknickert. Hm. Nee, wie? Geknickert! Nee. Das ist mit Murmeln spielen, wenn man die so gegeneinander knickert. Ach, das? Okay, alles klar. So war das vorhin ungefähr auch. Mit dem Typen im Rennen. Oh, bist du da schon? Das ist ja krass, wenn man die ganz normal fährt, dann hat man keine Zeitstrafe, wenn man da geradeaus fährt. Wie? Ja, wenn du geradeaus fährst, aber dann so links, rechts, links fährst um die Dinger rum, dann hast du keine Zeitstrafe. Was? Und ich bin ja hinter dir rausgekommen. Ja. Man könnte meinen, das hat System. Sind die Roten schon am Abbauen, ne? Finde ich. Aber gut, ich habe auch viel ab. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch viel Mist gehabt jetzt, ne? Aber, guck mal auf die Temperatur. Weiß ich nicht. Oh, nochmal 6 Grad mehr, ne? Ja. Ey, nicht die Reifen abkühlen! Ich fürchte, du musst einmal lupfen. 10 Leute haben wir schon. Habe ich doch gesagt, 11. So, mindestens. Ich habe 11. Ja. Nein. Genau. Rufe Zeit. Ja. 11 bis 18. Blöder Ascari. Du bist immer ein bisschen schneller als ich. Aber du bist unter einer Sekunde. Du hast eben eingebautes DRS. Ich glaube, das ist die einzige Kurve, die ich gleichwertig bis ein bisschen besser fahre. Die zweite Schikane. Da komme ich immer ganz leicht, ganz klein bisschen ran. Beziehungsweise fahre ich auch immer so 0-1 weg, wenn ich mal vor dir bin. Dein Mitleid kannst du zu Hause lassen.
Oh, das war zu viel. Hey, Aquila. Bibi. Na, na, na. Na, 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 du, na, 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 na. What? Wie konntest du die Kurve kriegen? Der Körper hat auch wehgetan, diese Wurst da drauf. 14 Leute. Auch so ein gutes Rennen. Für Formel 1. Brauche ja nicht mehr DRS. Hast mich wieder geschliffen. Ey! Nein! Da kriegt er wieder die Kurve nicht. Ach so. Ja, ach so, sagt er. Meine Aufregung ist, glaube ich, kaputt. Oh oh! Das war's für mich. Ich bin eine 1.26.4 gefahren und du? Eine 1.27.1. Ja. Fahren wir noch mal eine schnellere. Wie viel lange haben wir noch? 2 Minuten. Könnte reichen. Könnte reichen. Oh, bist du schon vorbeigefahren? Nee. Ah, hast du jetzt Dings genommen? Was ist Dings? Quali-Setup? Ja. Qualifikations-Setup? Gott, Gott, Gott. Da-da-da, Pina Colada. Di-du-du-du-du-du. Wieso Erfrischungsstäbchen? Meinst du das hier? Das ist mein Mikrofon, mein neues MetalBook. Deswegen klingt das jetzt so geil. Aber man muss auch dazu sagen, André klingt nicht schlecht mit seinem Pömpel. Und ist schon schön ergonomisch, ne? Wie fühlt es sich auf den Ohren an? Sehr angenehm. Mhm. Welche Kanne? Ich habe doch keine Kanne gehabt. Ich habe gerade aus einem Pülleken getrunken. Pülleken? Mhm. Safety Car! Titan ist da! Hallihallo! Ausrufezeichen wir. Alüt. So, jetzt schnapp ich mir den André. Ach nee, Moment, ist ja noch nicht Quali, ne? Ich will nicht mal in DRS und alles. Die Batterie achten, wenn überhaupt. Genau, meine ich doch. Mach mal nicht so Turbo, können wir jetzt machen. So, warte, lass mich noch ein bisschen rankommen. Und jetzt. Windschatten will er haben. Habe ich gar nicht nötig. Oh, das ist so rutschig da links. Oh, 340!
denn da los? Was war das denn? Ja. Mist. Schaffen wir gleich. Ja, weiß ich, ob wir da eine Runde schaffen. Mal gucken. Oh, ich nicht überlebt. So Leute, jetzt kommen nochmal 20 Minuten Formel 1 Action pur. Wie viele sind wir? 13 Leute. Wie, waren noch eben mehr. Ja, okay, jetzt sind schon ein paar rausgegangen, ich weiß es nicht. Aber die haben gesehen, die Ava-Jungs fahren damit. Ah ja, genau. Dann gehen wir wieder raus. Hast du das gerade hinter mir? Ja. Magst du auch helles Bülücken? Ja. Musst du mal vorbeikommen. Bin da nicht so wählerisch. Jever mag ich nicht so gerne. Jever? Ja. Oder mhm. Jever, meinetwegen auch das. So, Crash ist verboten. Ich bin auf 10 gerankt und du auf 4. Eieiei. Wir sind 14. Schön. Das kann wir ja sind, was werden. Wir sind 17. Oh, 17, krass. Wieso steht bei mir immer You are not being scored? Das kapiere ich nicht. Ist das ein Bug? Sehen gerade alle im Stream. You are not being scored. Wo steht das? Bei mir, unter Practice. Also unter Elapsed Time, unter dem ganzen UI, steht You are not being scored. Aber dann ist es immer doch so, dass ich gescored werde. Man wird ja nur nicht gescored, wenn es halt 4 oder weniger Leute sind, richtig? Ja, irgendwas, irgendeine Grenze gibt's da. Lass das nicht ja gehören, dass du das nicht weißt. Der erwartet da mehr von dir. Schlimm genug, wenn ich sowas nicht weiß. Ich muss das nicht wissen, ich bin der Jüngste. Ach, auch das noch? Also glaube ich, wie alt ist Martin? Sonny? Ich glaube Sonny ist 32? Ja, dann bin ich ja nicht so knapp. Na, aber Jagi ist ja erst 21. Geboren. Ja, manchmal kommt einem vor, als wäre er 102, das stimmt. Oh, hier fahre ich rein. So, Quali, mal zur Abwechslung. Ach ja, guck an. Setup-Plan brauchen wir nicht. Nee. Und so wir. Was bei mir, wieso? Nee, die Strecke meine ich. Ach so. 31 Grad, oh Gott. Ist doch gut. Ja. Und wir düsen im Sauseschritt und nehmen den André mit. In unserem Windschatten. Und fährst du die erste oder die zweite? Ich fliege wieder die zweite. Oh, ich glaube, diesmal fahre ich die erste in der Hoffnung. Dann kann ich die, wenn die Scheiße läuft, wenigstens die zweite noch schnell machen und vielleicht abbrechen. Deswegen nehme ich jetzt ja, die erste. Kannst abbrechen, noch ein bisschen Energie aufbauen. Genau, ja. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. So sieht's aus. Fökus. Good luck. Ito. Mm-hmm.
Bei mir wird es die zweite. Ja. Oder fährt er auf P6? 7. Noch und du 3. Auf P3! Glückwunsch! Noch. Hey, das war eine gute Runde für mich. Sehr schön. Boah, aber der ist mal noch 9 Zehntel schneller, ne? Ist schon krass. Hm. Hinter mir ein starkes Gefälle dann? Ja, aber der 4K-Fahrer da kommt auch noch was, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Noch einer dazwischen geschoben. Hm. 18 sagst du, sind wir? 17, meine ich. Okay. Jetzt bin ich schon wieder nur P8 zum Kotzen. Geht immer sehr wild zu, aber das, wem muss ich das sagen? Wem soll ich das sagen? Jetzt bin ich schon nur noch Fünfter. Krass. Siehst du da, es hat der 4K-Fahrer noch. Mhm. Alles 21er, die Top 4. Ja. Ah, du bist ja nochmal eine neue Bestzeit gefahren, 22.0. Ja. Stark. Und ich habe Kurve 1 nicht richtig gekriegt, also eine 21er wäre drin gewesen. So, halte ich das jetzt durch? Nee, ich gehe nochmal pieseln, glaube ich. Ja, bis gleich. Jo.
Moin, Oertzen. So. In die super legeren Klamotten habe ich mich jetzt gesteckt. Auf einem Weg. Auf dem T-Shirt steht Papa Bär. Papa Bär. Rote Reifen muss ich noch drauf machen. Captain Gary fährt auf Gelb. Und soll er noch? Der vor mir. Das ist ja crazy. Aber warum nicht? Also 31 Grad müssten die Roten locker halten. So. Wartest du im ersten oder zweiten? Gang? Ja. Im ersten. Nun. Ja, nun. Was wolle iRacing? So. Viel Erfolg. Ich hatte einen ganz schlechten Start. Ja, ich bin direkt hinter dir. Interessanter Move. Krasse Dive. Und tschüss. Okay, mit euch vorne kann ich nicht mithalten. Ich hatte eine Berührung mit einem, aber ich glaube, alles gut.
beim Anbremsen. Ich hab's gesehen. Bin. Ja, doch, ich hab Topspeed-Schaden. Vierundzwanzig sieben gefahren. Gut. Ja. No, Hendrix ist langsam. Direkt vor dir, ne? Ja.
Mit dem hattest du gefightet vorher, ne? Nee, ich glaube, das war Kies. Okay. Vorne sind schon einige Runden im Zweikampf. Hat einen weirden Rutscher. Da konnte fangen. Reifentemperatur bei dir? Kann ich nicht sehen. Hat ihn fast. Irgendwas stimmt bei ihm nicht. Ich komme jetzt wieder ran. Bin gleich im Dreikampf um Platz 2. Krass. Ich habe Hendrix gekriegt, bin jetzt P7.
Er fährt ganz merkwürdig. Denn da immer? Der fährt immer aufs Gras. Weiß ich nicht, was das ist. Ja, macht da Weaving zwischendurch. Ja. Furchtbarer. Bin jetzt auf P3, P4 hat sich hinter mir rausgedreht, musste ich mir gleich mal angucken, was da los war. Ja, wir haben ihn hier wieder aufgefangen, er ist vor uns. Ah, ich verdiene mir aber auch kein gutes Ergebnis. Mir wird's auch noch mal eng. Erste Probe wieder Fehler drin gehabt. Letzte Runde. Oh nö, ist das doppelt bitter. Ich bin so ein Volltrottel. Naja, aber man lenkt aber auch nicht mehr ein, wie die Karre. Schwer genug alles hier. Zu Beginn des Jahres dachten wir noch nicht mal, dass wir ein so ein Rennen schaffen. Und jetzt fahren wir Grand Prix. Ja. Hinter mir hat auch einen Fehler gemacht. Haben wir jetzt zugute. Schade, es hätte Siebter sein müssen. Naja.
Champion. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch zu P9, ne? Nee. Kein Glückwunsch, bitte. Nicht. Das hätte P7 sein müssen, vielleicht sogar P6. Aber ich habe zwei Fehler gemacht, wo ich mich fast gedreht hätte und einmal T1 abkürzen musste. Aber ja. Immer noch schwer genug alles. Und gegen dich sieht man halt immer noch schwächer aus als gegen Jagge. Das soll er doch nicht hören. Hört er doch nicht. Ist er schon weg? Ja, klar. Ja, guck das mal. War schon gut, sagt Akila. Das ist so wie... Ja, hat sich immer bemüht. Er hat sich stets bemüht. Mhm. Da waren viele gute Szenen auch drin. Ich hatte zwischendurch Pace und dann war dieser Typ vor mir, das war mega komisch, wie der gefahren ist. Also das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das hat mich dann ein bisschen rausgebracht, glaube ich. Aber das ist ja auch mein Problem. Macht sich. Ich mache mich zwei versöhnliche Rennen hinten raus, ein ganz beschissenes Rennen wieder im... Was denn? Ja, nee, ich habe gerade nur gesehen, wie der sich weggedreht hat, hinter mir mich fast weggehauen hätte. Oh. Runde 11. Wollte ich nicht unterbrechen. Schon okay. So, Results. Jetzt ist es da. Ein I-Rating habe ich gekriegt. Ein I-Rating. Ja, 0,07 Safety Rating. Hier bin ich jetzt auf 2,2 wieder unten. Das ist zum Kotzen. Hauptsächlich wegen des LMP-Rennens. Aber das hat Spaß gemacht. Das kann ich dir auch nur ans Herz legen. So. Ich sage jetzt ganz, ganz dreist, bis morgen um 18 Uhr bei Starfield. Da wird der Bronze-Trophäeninhaber und große iRacer André auch zusehen. Mhm. Da ist er ein Fan von mir dann auf einmal und nicht umgekehrt. André, nochmal super gemacht. Und ja, wann ist das nächste Rennen? In 2 Wochen? André hört mich schon nicht mehr. Tschüss. Doch? Da hast du nichts dazu zu sagen? Hä? War eine Riesenpause? Doch, ich habe was gesagt. Achso, hier kam nichts an. Dann sag nochmal. In 2 Wochen, ja, habe ich gesagt. Und da ist der SimRC und dann Formel 1. Genau. Und bis morgen bei Starfield. Tschüss. Tschüss.